Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Herr Dr. Robert Kasten, Facharzt für Dermatologie in Mainz. In unserem heutigen Video möchte ich Ihnen die Entfernung eines Basaliomes zeigen. Ein Basaliom ist ein heller Hautkrebs, der nicht streut, aber der weiter wächst in die Tiefe und zur Seite und auch vor tiefen Gewebeschichten wie beispielsweise Fettgewebe oder sogar Muskel und Knochen nicht Halt macht. Deswegen muss dieser Tumor auch komplett entfernt werden. Dem Patienten war an der seitlichen Wange eine wunde Stelle aufgefallen, die beim Rasieren dann immer wieder geblutet hat. Und als wir mit dem Dermatoskop geschaut haben, sahen wir dieses Bild. Eine unscharf begrenzte Veränderung, leicht erosiv, das heißt mit einer oberflächlichen Wunde, aber mit keinem deutlichen Rand und auch keinem typischen Zeichen für ein Basaliom, wie beispielsweise eine glasig-knotige Oberfläche oder einen perlschnurartigen Randwall oder typische baumartige, scharf begrenzte Blutgefäße. Das alles war hier nicht zu sehen. Deshalb war klar, dass wir diese Veränderung mit einem Sicherheitsabstand entfernen mussten. Dieser Sicherheitsabstand ist hier auf diesem Bild eingezeichnet und wir haben uns dann als Operationstechnik zu einem Transpositionslappen entschlossen. Der ist hier markiert auf diesem Bild. Beim Transpositionslappen hat man mehrere Vorteile gegenüber einem linearen Schnitt, also einer sogenannten Mobilisationslappenplastik, denn man kann das Gewebe aus der Umgebung rekrutieren. Die seitliche Wange ist nicht sehr gut beweglich und dadurch haben wir die Spannung verteilt auf eine größere Fläche. Und wir können auch die Spannungsvektoren etwas verteilen, dass nicht nur eine Zugkraft auf einer Stelle wirkt, sondern dass es eben auf eine größere Fläche und auch in unterschiedliche Richtungen verteilt wird. Ein weiterer großer Vorteil dieser Transpositionslappenplastik ist, dass kaum Dog-Ears entstehen. Das heißt, es entstehen nur sehr geringe Hautaufwölbungen an den Enden der Wunde, was bei einer Naht, einer direkten Naht, Mobilisationslappenplastik sehr häufig entsteht, denn dort hat man in der Mitte natürlich die größte Wundspannung und an den Rändern dann eine relativ geringe Wundspannung, sodass es hier zu einer Stauchung von Gewebe und zu einem Lymphstau kommt, der sich oft zurückbildet, aber eben nicht immer. Hier sehen Sie ein Video während der Operation. Sie sehen hier den Operationssitus. Das Basaliom wurde bereits entfernt und auch der Lappen wurde schon präpariert. Der ist hier nach unten etwas weggeklappt. Die Exzisionstiefe ist bis zum mittleren Fettgewebe oberhalb des SMAS. Das ist das superficielle aponeurotische System. Und was Sie hier sehen bei der Pinzette, sind die Perforationsgefäße von der Tiefe, die in die Haut ziehen. Die versucht man natürlich möglichst zu schonen. Wenn wir die Wunde verschließen, wird auch das Maß gerafft. Es wird also dupliziert, damit weniger Spannung auf die Haut kommt, damit einfach schönere Narben entstehen. Hier sehen Sie den Befund direkt nach der Operation und hier nach etwa 6 bis 8 Wochen. Die Fäden werden bei so einer Operation nach circa 7 bis 12 Tagen entfernt und man muss während dieser Zeit auf Schwimmbad, Sport und Sauna verzichten, damit die Wunde eine möglichst gute Heilungschance hat. Bitte posten Sie Ihre Kommentare hier unter diesem Video. Ich freue mich, von Ihnen zu lesen. Viele Grüße aus Mainz, Ihr Dr. Robert Kasten.